Ich möchte nur kurz was richtigstellen. Ich bin kein Doktor, sondern Diplombiologe. Ah ja, okay, dann werden wir das korrigieren. Nur, dass ich mich da nicht mit falschen Federn schmücke. Ah ja, okay. Sie hatten sich ja schon ziemlich am Anfang der ganzen Thematik geäußert, so auch zu dieser Impfproblematik. Da erinnere ich, dass ich auch ein Video mal von Ihnen gesehen habe, wo Sie da relativ deutliche Worte gefunden haben. Sie haben ja auch, glaube ich, gerade ein Buch vollendet zum Thema und sind deshalb auch der richtige Ansprechpartner für heute, denke ich, wir setzen uns ja auseinander mit der Gefährlichkeit des Virus, jetzt auch zu den Behandlungsthemen. Wir hatten gerade Herrn Dr. Reuter, ist ein ehemaliger Chefarzt und hat aus der Behandlungspraxis uns da recht viel erzählen können. Und jetzt wäre es ganz toll, wenn Sie uns vielleicht mal darstellen würden, zu welchen Erkenntnissen Sie im Rahmen des Buchschreibens oder der tieferen Auseinandersetzung mit der Thematik in Bezug auf den Ausweg Impfen, der ja immer rumgeistert, ist es überhaupt nötig, was droht uns da, oder genau, wenn Sie dazu etwas sagen könnten. Ja, ich bin ja eben also Biologe mit dem Schwerpunkt der Gesundheitsökologie. Das heißt, ich schaue mir gesundheitliche und medizinische Zusammenhänge aus der ökologischen, ganzheitlichen Perspektive an und natürlich auch im Zusammenhang mit Umweltproblematiken. Und da kommt es, die Epidemiologie ist zum Beispiel ein wichtiger Teil oder eine wichtige Methode, die in der Umwelt- oder in der Gesundheitsökologie auch angewendet wird. Viren spielen bei Pflanzen eine Rolle im Tierreich, in ökologischen Populationen und so weiter. Also das spielt da alles hinein. Und aus dieser Perspektive befasse ich mich jetzt auch mit Covid-19. Nicht nur für dieses Buch, sondern ich habe auch Artikel dazu geschrieben und so weiter. Und habe mich auch schon früher mit Biotechnologien befasst. Das heißt, dieses ganze Feld ist ja sehr komplex und auch das Wirken von Konzernen, deren Interessen im Gesundheitsbereich, im Lebensmittelbereich, das ist ja etwas, was sehr aktuell ist. Also das ist so mein Hintergrund, mein Zugang zu diesem Thema. Ich möchte ganz kurz unterstreichen, was vorhin gesagt wurde. Diese Einordnung von Corona-Zahlen, die ganz bewusst, muss man leider attestieren, medial unterdrückt wurde, die ist extrem wichtig. Ich möchte hier noch explizit betonen, dass Professor John Ioannidis, wie Sie vorhin schon gesagt haben, einer der meist zitierten Experten der Epidemiologie der Welt ist und dass er 2015 noch vom British Medical Journal, eines der bedeutendsten und ältesten Medizinjournale, als Sargnagel der schlampigen Wissenschaft bezeichnet wurde. Das heißt, man hat ihm attestiert, dass er sozusagen der größte Feind der schlampigen Wissenschaft ist. Und als solcher ist er bereits frühzeitig im Februar und März aufgetreten, hat darauf hingewiesen, dass diese exponentielle Wachstumskurve ein Artefakt ist, also dass wir es nicht mit einem tatsächlich so exponentiellen Infektionsgeschehen zu tun hatten, sondern dass diese plötzliche Ausweitung der Tests aus einem Hotspot heraus diese Kurve erzeugt hat. Er hat darauf hingewiesen, dass die Mortalität maßlos überschätzt wird und er hat gesagt, wir könnten auf eines der größten Evidenzfiaskos zusteuern. Es ist sehr bedauerlich, dass eines seiner Videos im März gelöscht wurde mit dem Vermerk, der heute noch auf YouTube zu finden ist. Das Video widerspricht den Community-Richtlinien, was für mich in keiner Weise nachvollziehbar ist. Diese Einordnungen sind von Anfang an gezielt unterdrückt worden, wenn sie nicht dem politischen Kurs und den ausgewählten Experten entsprochen haben. Herr Dr. Wodak kann natürlich ein Lied davon singen. Und ich hoffe, dass es auch irgendwann wieder zu einer Art Rehabilitation kommt und dass diese Dinge wieder richtig gestellt werden. Dass Experten, die früh das Richtige gesagt haben, dann aber unterdrückt wurden, wieder in ein korrektes Licht gestellt werden. Zur Einordnung noch ganz kurz. Was mir auch wichtig ist als Gesundheitsökologe, ist eben den Blick auf vielen Krankheiten zu belassen, denn wir haben eine globale Situation, die hochdramatisch für viele Menschen ist, eine Gesundheitssituation, die viel auch mit Umweltproblematiken zusammenhängt, wo es Sterbezahlen in die Millionen gibt, die man auch vermeiden könnte. Ich möchte hier aber jetzt beim Beispiel Deutschland bleiben. Es sterben jedes Jahr laut WHO-Angaben 40.000 bis 50.000 Menschen an Lungeninfektionen der verschiedensten Art. Das heißt, Viren, darunter waren sicher auch immer Coronaviren, bakterielle Erreger und auch Pilzerreger. Und hier haben wir es mit einer Letalitätsrate
von im Schnitt 0,5% zu tun bei den ambulant erworbenen Infektionen, was laut den Ergebnissen von John Ioannidis noch immer über der Sterblichkeit, über der Infektionsletalität von Covid-19 liegt, die er nach ausführlichen Analysen jetzt mit 0,24 angibt. Und obwohl die Dunkelziffer noch gar nicht berücksichtigt ist. In der Gruppe der über 65-Jährigen steigt diese Letalität je nach Studie auf bis zu 30%. Das heißt, wir haben es hier mit vollkommen anderen Daten zu tun, die auch angesehen werden müssen. Und ich frage mich, warum das alles in der Vergangenheit keine Rolle gespielt hat, warum diese viel höheren Mortalitätszahlen und Letalitätsraten kein Thema waren. Und auch dieses Nichtwissen setzt sich jetzt diese ausgewählte mediale Berichterstattung über ein Virus auf. Und dadurch entsteht in der Bevölkerung der Eindruck, dass wir es hier mit vollkommen neuen Prozessen zu tun hätten. Mit Dingen, die wir von anderen Krankheitserregern nicht kennen. Und das ist diese Problematik. Und das ist auch diese gezielte Aussortierung von Einordnungen, die Aussortierung von komplexen Betrachtungsweisen und von widersprechenden Analysen zurückzuführen. Und das ist sehr schädlich, weil wir zwar es mit einem Erreger zu tun haben, den wir ernst nehmen müssen, keine Frage, aber mit einem von vielen einer von vielen Gesundheitsbedrohungen. Und wir engen unseren Blick jetzt auf dieses eine Virus ein, wo die Mortalität in Deutschland immer geringer wird, ja, also im Verhältnis zu den Infektionszahlen sinkt das immer weiter ab. Und wo das Verhältnis jetzt, das ist unverhältnismäßig einfach zu den anderen Infektionszahlen. Und wir engen unsere Sicht so auf dieses Virus ein, dass es fatal ist, weil wir dadurch die vielen anderen Gesundheitsprobleme außer Acht lassen und der Eindruck entsteht, wir müssten nur irgendwie über diese Corona-Krise hinüberkommen und dann wäre sozusagen wieder alles gut. Nein, Menschenleben vor Wirtschaft, das möchte ich auch für andere Probleme einlösen. Also das ist für diese Einordnungen sehr wichtig. Dazu möchte ich noch etwas sagen, um jetzt nicht nur von unseren Regionen zu sprechen. Ein Beispiel nur. In Afrika versterben jedes Jahr um die 500.000 Menschen, knapp 500.000 Menschen an Malaria. Darunter der Großteil Kinder. Bleiben wir nur bei den Kindern. Wir wissen aus Angaben der WHO, dass wir heuer Corona-bedingt wahrscheinlich eine Übersterblichkeit von zusätzlichen 180.000 toten Kindern in Afrika nur wegen Malaria haben werden. Nur wegen Malaria. Warum? Weil der einseitige Fokus des weltweiten Gesundheitssystems auf Covid-19 dazu geführt hat, dass die Malaria-Prophylaxe nicht sorgfältig genug durchgeführt wurde. Demgegenüber stehen derzeit auf dem ganzen afrikanischen Kontinent 18.000 Corona-Fälle mit Stand heute, 18.000 Corona-Todesfälle. Das heißt, allein bei den Kindern, die durch Malaria sterben, ist mit einer 10-mal höheren Übersterblichkeit für 2020 zu rechnen, aufgrund dieser Corona-Lockdowns. Das ist sehr relevant. Es ist auch sehr wichtig zu sagen, dass in Afrika der Hotspot der Corona-Toten, sozusagen dieser Sterblichkeit, in Südafrika liegt. Das ist das am meisten industrialisierte Land, auch mit der größten Feinstaubbelastung. Ich lege ja auch demnächst zahlreiche Belege dazu auf den Tisch, dass hier ein Zusammenhang besteht. Und was nicht zutreffen wird, ist, dass wir Millionen Tote in Afrika wegen Corona sehen werden, aber vielleicht wegen sogenannten Kollateralschäden. Warum? Die Bevölkerungsstruktur in Afrika ist ganz anders als bei uns. Über den Kontinent gemittelt ist es so, dass dort 60% der Menschen unter 25 sind. Der Großteil der Menschen kann mit dem Virus relativ gut umgehen. Und die Menschen kommen eben außer in Südafrika in den meisten Regionen frühzeitig in ihrem Leben als Kinder häufig in Kontakt mit Parasiten. Ein ganz wichtiger ökoimmunologischer Zusammenhang, in Kontakt mit Erregern. Ihr Immunsystem ist viel besser trainiert. Ja, das ist sozusagen die positive Seite der mangelnden Hygiene, wenn man es so nennen will. Neigt nicht so sehr zu überschießenden Reaktionen und sie haben eine bessere Hintergrundimmunität. Nächstes Stichwort, die Hintergrundimmunität und die Kreuzimmunität, die daraus entsteht, dass viele von uns schon früher Kontakt zu anderen Coronaviren hatten, die jetzt wirksam werden, die Immunität, die jetzt wirksam wird. Also diese Hintergrund- und Kreuzimmunität ist sehr entscheidend dafür,
ist auch ein gewisser Schutz für ein zu rasantes Ausbreiten des Virus und trägt auch zu dieser kollektiven Immunität bei, sodass die früh verbreiteten Zahlen von 60-70% Durchseuchung bis zur Herdenimmunität jedenfalls falsch sind und weit darunter anzusetzen sind. Auch darauf hat John Ioannidis bereits im März deutlich hingewiesen und wurde von allen Medien und Politikern ignoriert. Heute wissen wir, er hatte recht, so wie auch Wolfgang Wodarg in vielen Punkten recht hatte. Gut, es ist aber sehr auffällig, dass trotz dieser Evidenzen die panikerzeugende Politik und die einseitige Berichterstattung weiterläuft. Und es ist mittlerweile zu befürchten, das sage ich nach meinen Recherchen, dass sich auf dieses Feld der Angst und der Desinformation jetzt im Nachhinein pharmazeutische Interessen der pharmazeutischen Industrie aufgesetzt haben. Es ist sehr erstaunlich, dass noch im Juli zum Beispiel Bill Gates gesagt hat, Afrika könnte sich doch noch zu einem der größten und schlimmsten Hotspots der Corona-Krise entwickeln. Und dass er gesagt hat, bis zu 10 Millionen Tote seien doch noch zu erwarten. Das widerspricht jeder Erkenntnis und auch all diesen Evidenzen, die ich zuvor ausgeführt habe. Wenn man auf eine bevorstehende Sterbemortalität von vielen Millionen hinweist, kann man natürlich auch sehr gut Impfstofflobbyismus betreiben. Und das ist wirklich die Gefahr, die wir momentan sehen, dass die Medienberichterstattung sehr dominiert ist von unkritisch wiedergegebenen Aussagen und Presseaussendungen von Interessensvertretern, dass wir bis voriges Jahr noch eine Medienlandschaft hatten, die kritisch über die Pharmaindustrie berichtet hat, die investigativen Journalismus betrieben hat, die darauf hingewiesen hat, dass Bill Gates bis in die Luftwaffenindustrie als Sponsor auftritt mit seiner Stiftung, dass hier eine Seilschaft zu verschiedensten industriellen Bereichen besteht und auch zur Pharmaindustrie. Und jetzt mit Corona scheinen die Chefredaktionen zumindest plötzlich ihr Interesse an kritischen Hinterfragungen und an investigativer Recherche verloren zu haben. Und die Sache spitzt sich jetzt darauf zu, dass wir möglicherweise schon im Herbst einen Impfstoff haben werden, spätestens im Frühjahr, der natürlich unter signifikanten Verkürzungen der Zulassungsphasen auf den Markt kommen wird. Die Favoriten, die jetzt bei der WHO gemeldet sind, sind im Wesentlichen alle genetische Impfstoffe. Es kommt zu einer Transduktion, zu einer Übertragung von Erbinformation eines Virus, des Coronavirus. Und diese Erbinformation, die wird als RNA, als Ribonukleinsäure oder als DNA, als Desoxyribonukleinsäure in die Zelle mittels Nanotechnologie eingeschleust und führt dann in unserem Körper, in unseren Zellen durch eine Manipulation der genetischen Abläufe dazu, dass wir selbst im Rahmen der sogenannten Proteinbiosynthese ein virales Protein, einen viralen Eiweißstoff herstellen, in der Regel das Spike-Protein, also ein Stachelprotein des Coronavirus. Eine erweiterte Form dieser genetischen Impfstoffe ist der sogenannte virale Vektorimpfstoff. Auch dieser hochbedenkliche, jetzt aus Russland kommende Impfstoff ist meines Wissens, obwohl man das nicht ganz genau überprüfen kann, aber es deutet alles darauf hin, ein viraler Vektorimpfstoff. Auch eine genetische Variante in einer erweiterten Form. Hier wird die gentechnisch manipulierte DNA oder RNA, jedenfalls die Erbinformation, in ein Trägervirus eingesetzt. Und dann kommt es sozusagen zu einer Art von Infektion, wo diese Erbinformation dann wieder in unserer Zelle, in unserem Körper wirksam wird und erst dort die Entstehung von viralen Antigenen veranlasst. Das ist eine Technologie, die vielleicht in Zukunft relevant sein kann, die man aber nicht unter verkürzten Bedingungen einsetzen sollte. Die gesamten genetischen Impfstoffe sollte man nicht unter verkürzten Bedingungen zulassen, weil sie noch nicht ausreichend erprobt sind. Im Falle von RNA und insbesondere DNA-Impfstoffen gab es noch nie einen zugelassenen Impfstoffkandidat, der sich gegen Infektionskrankheiten entwickelt oder gerichtet hätte. Es wird von Interessensvertretern oft argumentiert, dass RNA-Medikamente bereits in der Krebsmedizin eingesetzt wurden. Das ist korrekt, aber es ist eine völlig andere Sache, denn in der Krebsmedizin ist die Kosten- und
oder die Nutzen- und Risikoabwägung eine vollkommen andere. Sowohl die betroffenen Patientinnen und Patienten als auch die Ärzte werden sich natürlich bei einer potenziell lebensbedrohlichen Krankheit eher dafür entscheiden, auch ein Medikament mit Nebenwirkungen einzunehmen. Siehe Chemotherapie, wir behandeln Menschen mit Tumorerkrankungen mit Chemotherapeutika, aber wir würden Chemotherapeutika nicht an gesunde Menschen verabreichen. Also auch das ist kein Argument. Was passiert? Was sind diese Verkürzungen? Ich möchte das gerne an dem momentan favorisierten Beispiel aus Oxford verdeutlichen. Oxford, dieser Impfstoff aus Oxford, ist ein viraler Vektorimpfstoff. Das heißt, es kommt eben über den Trägervirus, der übrigens auf einer patentierten Plattform natürlich beruht, kommt es zur Transduktion dieses genetischen Materials in unseren Körper, wo dann erst die Entstehung des Antigens abläuft. Jetzt möchte ich gleich eines vorausschicken. Es wird immer wieder in den Medien behauptet, dass das ein Kandidat der Universität Oxford ist. Das ist nicht präzise. Es handelt sich um eine patentierte Plattform der Firma Vaccitech in Oxford, und die wurde von Mitarbeitern, also von wissenschaftlichen Mitarbeitern der Universität Oxford gegründet, ein sogenanntes Spin-off oder Ablegerunternehmen, wo die Universität Oxford keine wirtschaftliche Bedeutung mehr hat, keine Entscheidungskompetenz. Es ist ein im Wesentlichen privatwirtschaftliches Unternehmen, das ein Patent auf diesen Impfstoff hat. Und dieses Unternehmen hat eben Überschneidungsbereiche mit der Universität Oxford. Das macht aber den Impfstoff nicht zu einem Impfstoff der Universität. Das klingt so nach freier Forschung, ist aber so präzise nicht korrekt. Und dieser Impfstoff wird dann produziert und vermarktet in Kooperation mit AstraZeneca, einem sehr großen Pharmakonzern. Jetzt, was ist passiert? Wie kann es sein, dass dieser und andere genetische Impfstoffe gegen ein Virus, dessen genetische Entschlüsselung erst Ende Jänner stattgefunden hat. Wie kann es passieren, dass ein solcher Impfstoff und andere jetzt bereits in der dritten und letzten klinischen Phase an Menschen verabreicht werden? Nun, normalerweise dauert die Impfstoffentwicklung 8 bis 12 Jahre, und das hat gute Gründe. Nach der präklinischen Phase, wo es eben zu Primatenversuchen kommt und zu einer ausführlichen Auswertung und immer wieder Nacharbeitung des Impfstoffs, finden 3 klinische Phasen statt, wo es darum schon in der ersten klinischen Phase geht, wie verhält sich dieser Impfstoff im Körper? Ja? Also kommt er überhaupt ins Zielgewebe? Wie verteilt er sich im Körper? Wie ist die Dosierung anzusetzen? In der zweiten Phase schaut man bereits auf Langzeitnebenwirkungen und auf die ersten seltenen Nebenwirkungen. Also wie wirkt sich die Impfung im Sinne von Nebenwirkungen aus? Wie ist die Langzeitimmunität? Ja? Wo kann man noch nachbessern bei der Dosierung und so weiter? Die Langzeitimmunität und die Langzeitnebenwirkungen, die können ja nur durch Wartezeiten festgestellt werden. Und das wird üblicherweise in der klinischen Phase 2, die manchmal Jahre dauert, ausführlich gemacht. Die ist bei diesem Impfstoff aus Oxford, müssen Sie sich vorstellen, und auch bei anderen Impfstoffen, auf 1 Monat reduziert worden. Und da wurden die Arbeitsschritte der ersten und der zweiten klinischen Phase zusammengezogen. Und das bezeichnet man als Teleskopierung. Deswegen können die pharmazeutischen Interessensvertreter sagen, wir halten uns an alle Regeln, ja, aber wir schieben die Arbeitsschritte ineinander und halten keine Wartezeiten mehr ein. Das ist das Problem. Dinge, die nacheinander passieren müssen, Dinge, die man längere Zeit beobachten sollte, wie zum Beispiel die Entwicklung von Nebenwirkungen, passieren jetzt plötzlich parallel zueinander, ohne dass man die saubere Auswertung der vorangegangenen Schritte überhaupt abgewartet hat. Wieder zurück zum Beispiel aus Oxford. Im Mai kam es zu einem Vorfall, wo eine endgültige Auswertung des Primatenversuchs für diesen genetischen Impfstoff gezeigt hat, dass diese Primaten bei Kontakt zum natürlichen Virus, das heißt, wenn sie dem tatsächlichen Virus unter natürlichen Bedingungen ausgesetzt waren, keine ausreichende Immunität entwickelten. Das führte aber nicht dazu, dass dieser Impfstoff abgebrochen wurde oder zurückfiel, sondern zu diesem Zeitpunkt wurden bereits Menschen in der ersten klinischen Phase getestet. Ja? Offensichtlich hat man dann ein bisschen nachgearbeitet, hoffentlich, anders kann ich es mir nicht erklären, dass der Impfstoff überhaupt weitergekommen ist. Und dann kam es zu dieser
rasant verkürzten, von normalerweise mehreren Jahren auf einen Monat verkürzten klinischen Phase 2. Von dieser liegt bisher ein vorläufiger Abschlussbericht vor, ein vorläufiger. Der wurde auch im Journal The Lancet publiziert, den habe ich mir sehr genau angesehen. Dieser vorläufige Abschlussbericht zeigt, dass im Vergleich zu einem bereits zugelassenen Impfstoff, in dem Fall ein Meningokokken-Impfstoff, eine signifikante Häufung von Impfnebenwirkungen festgestellt wurde. Kopfschmerz, Muskelkrämpfe, Fieber, verschiedenste Arten von Schmerzzuständen, grippeähnliche Symptome. Es gibt in der Wissenschaft einen sogenannten P-Wert in der Statistik, der gibt an, wie signifikant eine Abweichung ist. Der P-Wert für die signifikante Häufung dieser Nebenwirkungen im Vergleich zum zugelassenen Impfstoff gegen Meningokokken beträgt kleiner 0,05. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass diese signifikante Abweichung ein reines Zufallsergebnis ist, ist weniger als 5%, also ein signifikantes Ergebnis. 60% der Teilnehmer klagten über Kopfschmerzen, grippeähnliche Kopfschmerzen, 17% über Fieber, signifikant mehr als bei jedem zugelassenen Impfstoff. Und das war nur die vorläufige Auswertung. In den Medien wurde dies als Erfolg präsentiert. Es hieß, der Impfstoff sei sicher, habe eine gute Bewertung bekommen und man könne jetzt in die letzte und dritte klinische Phase eintreten. Außerdem wurde behauptet, dass die Immunisierung damit belegt ist, nach einem einmonatigen Versuch und einem Follow-up von 4 Wochen. Das heißt, man hat 4 Wochen danach geschaut, ob es noch Antikörper gab. Das ist keine Langzeitimmunität. Eine Langzeitimmunität erstreckt sich über Monate oder Jahre. Es muss festgestellt werden, wie lang diese Immunität anhält, ob sie erneuert werden muss und wenn ja, in welchem Zeitraum. Also hier von einer Sicherung der Langzeitimmunität oder der Sicherheit zu sprechen, ist absolut unverständlich. Karl Lauterbach hat öffentlich auf Twitter diesen Impfstoff gratuliert. Er hat auch der Universität gratuliert, obwohl ich, wie gesagt, bereits ausgeführt habe, dass es ein patentierter Impfstoff eines Unternehmens ist. Und hat gesagt, dass es sehr hoffnungsvolle Ergebnisse sind und dass es jetzt sozusagen, dass wir mit einem baldigen Impfstoff rechnen können. Das ist sehr besorgniserregend, weil das sind keine hoffnungsvollen Ergebnisse. Der Impfstoff hat tatsächlich prompt die Zulassung in die dritte klinische Phase erhalten. Und es liegt bis heute keine endgültige Auswertung der ersten und der zweiten Phase, die ich vorher angesprochen habe, vor. Niemand mit Verstand kann glauben, dass es hier nicht um ein erhöhtes Sicherheitsrisiko geht. Dieser Impfstoff wird bereits vorproduziert, das ist das Nächste. Unter anderem unter Hilfe der deutschen Regierung, die in diesen Impfstoff investiert hat, gemeinsam mit anderen europäischen Ländern, sollen bis zum Ende des Jahres 400 Millionen Dosen dieses Impfstoffs, der noch nicht mal zugelassen wurde, vorproduziert werden. Zur klinischen Prüfung gehört auch, dass verschiedene Chargen des Impfstoffs geprüft werden, um überhaupt sicherzustellen, dass die Produktionsstabilität gegeben ist. Wie kann ein Impfstoff, der jetzt schon vorproduziert wird, dann diesen Anforderungen überhaupt entsprechen? Seltene Nebenwirkungen sind nur durch ausreichend lange Wartezeiten festzustellen, denn in der Anwendung an viele Menschen potenzieren sie sich, wenn sie zuvor übersehen wurden. Es ist ferner festzustellen, nur durch lange Follow-up-Phasen, ob es zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneistoffen, mit anderen Impfstoffen kommen kann, ob es zu Wechselwirkungen bei bestimmten Vorerkrankungen kommen kann. All dies ist durch verkürzte und teleskopierte, ineinander verschobene Zulassungsverfahren nicht möglich. So kommt es dazu, dass ein Impfstoff bereits im Herbst oder früher zur Verfügung stehen soll, obwohl normalerweise 8 bis 12 Jahre dazu nötig sind. Also ich kann, wie gesagt, nur davor warnen, diese Prozesse auf die leichte Schulter zu nehmen. Und ich bitte, ersuche die Medien um eine wieder, so wie es zuvor üblich war, kritische Berichterstattung. Ja, das wäre sozusagen eine Zusammenfassung. Hier möchte ich noch etwas Wichtiges abschließend sagen.
Ich möchte gern William Heseltine zitieren, einen der renommiertesten Genetiker weltweit, Mitbegründer des Human Genome Projects, der neulich in Scientific American geschrieben hat, die Teleskopierung der Zulassungsverfahren bei Impfstoffen, die wir jetzt überall beobachten, setzt uns alle einem erhöhten Risiko aus, weil das Übersehen von seltenen Nebenwirkungen, wenn es an Millionen oder an Milliarden verabreicht wird, trotzdem, selbst wenn es hier nur um jeder Tausendste oder jeder Zehntausendste, der das entwickelt, geht, trotzdem Hunderttausende bis Millionen Geschädigte erzeugen kann oder können. Und dabei handelt es sich um gesunde Menschen, bei denen an sich kein Behandlungsbedarf besteht. Deswegen ist es so wichtig, einen Impfstoff unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen zu entwickeln und nicht unter Verkürzungen und Teleskopierungen. Die Ansprüche der Impfstoffforschung sind, dass es belegt sein muss, dass der Nutzen der Impfung signifikant über den möglichen Risiken liegt. Und das kann eben durch verkürzte Verfahren nicht mehr sichergestellt werden, weil hier weder die Langzeitimmunität ausreichend überprüft werden kann, noch die Möglichkeit des Auftretens von Langzeitnebenwirkungen. Das Gleiche gilt natürlich für die RNA-Impfstoffe, DNA-Impfstoffe. Bei DNA-Impfstoffen kommt noch hinzu, also die RNA-Impfstoffe greifen peripher genetisch ein, das heißt, sie tricksen unsere peripheren genetischen Abläufe außerhalb des Zellkerns aus. Da kommt es zu einer Transkription in die sogenannte mRNA, Messenger-RNA. Also das wird in kleinen Nanopartikelpaketen mit Lipiden, Nanolipiden wird die RNA in die Zelle eingebracht, damit sie nicht von unserem Körper abgebaut wird. Sie ist so gestaltet, dass unsere Zelle aus Versehen diese Messenger-RNA weiterverarbeitet. Das heißt, die Zelle muss glauben, dass es sich um unsere handelt, um menschliche mRNA. Deswegen wird die auch so ein bisschen angeglichen an die menschliche, gentechnologisch. Das heißt, unsere Zelle verarbeitet diese Messenger-RNA. Und dann wird diese Messenger-RNA an den sogenannten Ribosomen, das sind ganz kleine, winzige, mikroskopische Kraftwerke oder Fabriken unserer Eiweiße, unserer Proteine, die stellen unsere Proteine her. Die Information wird dort abgelesen und dann erzeugt unsere Zelle das virale Antigen. Es ist so, dass hier ganz klar, ganz wichtig sichergestellt werden muss, dass es nicht zu Autoimmunreaktionen kommt. Noch problematischer sind die DNA-Impfstoffe. Leider befindet sich tatsächlich ein DNA-Impfstoff in einer fortgeschrittenen klinischen Testung und wird als Favorit gehandhabt. Der kommt aus den USA. So wie bei vielen anderen ist hier Bill Gates einer der Investoren. Die DNA-Impfung ist in den Kinderschuhen. Ja? Also wir können von einer Sicherheit noch überhaupt nicht sprechen. Wie kann innerhalb weniger Monate ein DNA-Impfstoff in die klinische Testung kommen und an Menschen verabreicht werden? Selbst Forscher, Tropenmediziner und Genetiker, die an DNA-Impfungen arbeiten, haben festgehalten, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass es zu einer Insertion von DNA, wenn wir diese einbringen, zu einer Insertion in unseren Zellkern kommen könnte und dass das 100% ausgeschlossen sein muss. Auch hier wird ja diese fremde DNA des Virus wieder von unseren genetischen Abläufen missinterpretiert sozusagen als unsere DNA und wird dann in die Proteinbiosynthese einbezogen, sodass wir die viralen Antigene erzeugen. Das geschieht aber über noch komplexere Mechanismen als bei den RNA-Impfstoffen. Und hier kann es zu einer Insertion von Abschnitten in unsere eigene DNA, die sich im Zellkern befindet, kommen. Das kann nicht ausgeschlossen werden. Abgesehen davon, dass alle anderen Sicherheitsrisiken, vor allem unter verkürzten Bedingungen, auch für diese Impfstoffe gelten. Aber das kommt hier noch zusätzlich hinzu. Ein hochrangiger Mitarbeiter des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, hat gesagt, wir wissen ja eigentlich, Zitat, dass das nicht passieren kann. Eigentlich, weil wir ja so viele Experimente schon gemacht haben mit DNA-Impfstoffen oder präklinische weil das schon lang seit Jahren beobachtet wird. So hat er es gesagt. Also wir können, weil wir in Experimenten bereits die Wirkung von DNA experimentell überprüft haben, können wir davon ausgehen, dass das nicht passiert, weil wir es noch nie beobachtet haben. Und dieses Wort eigentlich ist sehr irritierend, dass es eigentlich nicht passieren kann.
Denn diese Untersuchungen mit DNA-Impfstoffen, die sind großteils präklinisch abgelaufen und wurden zu großen Teilen, bevor es überhaupt zu klinischen Phasen kam, wieder abgebrochen. In Zellkulturen, in Primatenversuchen, die ja jetzt leider auch zur Decke schießen aufgrund dieser vielen übertriebenen Impfstoffversuchen in diesem Wettlauf auf das große Geschäft. Und es kam eigentlich nie zu einer breiten klinischen Testung eines DNA-Impfstoffs aus guten Gründen. Und jetzt zu sagen, ja, wir haben das noch nie beobachtet. Hier ist ja dieses Langzeit-Follow-up besonders wichtig. Denn wenn es zu einer Insertion von DNA kommt, dann können Sie ja das nicht einfach feststellen. Sie können also nicht einfach hergehen und sagen, ich untersuche jetzt alle Körperzellen, ob da irgendwo eine Veränderung stattgefunden hat. Das ist nicht möglich. Sondern Sie sehen das erst nach Jahren, wenn zum Beispiel sich ein Tumor entwickelt hat in einem Teil des Körpergewebes. Denn diese Insertion kann dazu führen, dass Onkogene aktiviert werden, die Tumoren begünstigen können. Oder dass antikarzinogene Genabschnitte deaktiviert werden. Das heißt, Sie würden eine potenzielle Insertion nicht sofort feststellen, sondern erst die Folgen davon. Dazu sind Verkürzungen in keinster Weise geeignet. Und da spreche ich mit vielen, vielen anderen Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftlern und auch mit vielen Medizinern, mit denen ich in regem Kontakt stehe, darunter auch hochrangige Universitätsmediziner. Also diese Verkürzungen, die sind eigentlich nicht akzeptiert in weiten Kreisen der Wissenschaft. Und sie sind auch inakzeptabel. Ich weiß, das war jetzt eine sehr weite Ausführung. Ich hoffe, ich habe verständlich machen können, auch am Beispiel dieses Impfstoffs aus Oxford, was hier passiert. Teleskopierung, Ineinanderschieben von Zulassungsschritten unter Nichteinhaltung üblicher Wartezeiten. Wirklich schon erschütternd, also insbesondere wenn man dann jetzt auch noch von juristischer Seite sieht, dass ja quasi für Impfstoffe, die dann am Menschen angebracht werden, auch gar keine Haftung der individuellen Firma besteht. Also das ist ja nochmal, da ist ja auch von Seiten der Firma gar kein Interesse oder gar kein, also jedenfalls keine wirtschaftliche Notwendigkeit, genauer zu gucken, was man da eigentlich tut. Ja, also das ist. Das resultiert aus diesen Schulterschlüssen mit der Medizin. Sie wurden ja nicht nur diese 400 Millionen Impfstoffe vorbestellt von diesem Impfstoff aus Oxford, sondern auch andere Impfstoffe über eine Milliarde in Summe. Also das geht ja alles schon unter anderem auch auf die Kosten der öffentlichen Hand. Offensichtlich, das ist zumindest vielen Äußerungen zu entnehmen, werden auch Rechtskonsequenzen ausgelagert und sozusagen von Staaten übernommen. Und das ist in Kombination mit diesen Sicherheitsrisiken ganz besonders bedenklich. Außerdem wird es auch schwer sein für viele Betroffene, dann nachzuweisen, dass dieser Schaden aus einer vorschnell in Umlauf gebrachten Impfung resultiert. Und außerdem jemand, der ein Gesundheitsrisiko erlitten hat, der wird dann durch eine monetäre Abfindung auch das auch nicht mehr rückgängig machen können. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, wissen Sie, gibt es ein Verzeichnis der Impfstoffe und der Staaten, die für diese Impfstoffe eine Haftungsfreistellung ausgesprochen haben? Gibt es da irgendwo schon eine Aufstellung, dass man eine Übersicht über die Situation kriegen kann? Also mir ist keine Aufstellung bekannt, die jetzt diese Haftungsfrage betrifft, aber eine ungefähr wöchentlich aktualisierte Aufstellung der Impfstoffkandidaten gibt es bei der WHO unter dem Schlagwort WHO Blueprint Vaccine Candidates. Und da sieht man auch, das verfolge ich schon sehr lang, ein rasantes Ansteigen der Impfstoffkandidaten. Und es sind immer ungefähr 50% genetische Impfstoffe. Und in den zugelassenen, für die klinischen Phasen zugelassenen, sind sogar mehr als 50%. Es ist auch eindeutig, dass die genetischen Impfstoffe favorisiert werden. Wiewohl ich sagen möchte, dass auch Verkürzungen bei anderen Impfstoffen genauso problematisch sind. Verkürzungen sind aus den genannten Gründen einfach mit einem erhöhten Risiko verbunden. Und was man aber hier sieht an diesem rasanten Ansteigen von Kandidaten, ist, dass hier auch viele Unternehmen versuchen, ihre Patente voranzubringen, also mit neuen Methoden.
Es haben Unternehmen sogar Impfstoffe, die auf Computern entwickelt werden sollen, angemeldet. Also hier werden neue Methoden, die vielleicht in der Zukunft eine Rolle spielen können, gepusht. Es geht hier gar nicht so sehr darum, mit diesem einen Impfstoff das große Geschäft zu machen. Natürlich ist es ein großes Geschäft, selbst dann, wenn man ihn vergünstigt abgibt, weil es geht ja um die Potenzierung von Milliarden von Dosierungen. Aber was hier einfach eine meiner Meinung nach größere Rolle spielt, ist das Lobbying für bislang umstrittene und noch nicht ausreichend sicherheitsgetestete Patente und Methoden. Das ist der eigentliche Benefit der Pharmaindustrie. Wir haben vorhin schon kurz über die Situation gesprochen, dass es ja in dem Biotop, was wir als Menschen darstellen, und das ja jedes Jahr von Viren immer wieder mit Viren konfrontiert wird, die um die Welt ziehen, dass es da die Situation gibt, wenn wir gegen ein Virus etwas unternehmen und Antikörper dann induzieren durch eine Impfung, dass dann die anderen Viren eigentlich hier gut davon haben und den Platz einnehmen, dass sie also dann diese Lücke so füllen, wie praktisch die Kräuter eines Gartens, wenn wir eines der Kräuter weggenommen haben. Ja, das ist richtig. Und deswegen ist es auch so wichtig, diese Zahlen im Gesamtkontext mit anderen Erregern zu sehen. Wie gesagt, 9000 Verstorbene, und ich möchte, also jeder Verstorbene ist ein Problem und traurig und zu bedauern, aber das soll auch für andere Erkrankungen gelten. Das soll auch für benachteiligte Weltregionen gelten, die jetzt sehr unter diesen Lockdowns leiden. Stichwort Malaria, Hunger und so weiter, habe ich vorhin schon gesagt. Ja, also hier wäre es wirklich wichtig, eine Einordnung vorzunehmen. Weil die im Verhältnis zu der Gesamtsterblichkeit, wie gesagt, 40.000 bis 50.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Lungeninfektionen jedes Jahr allein in Deutschland mit einer höheren Letalitätsrate. Das relativiert diese Zahlen ein bisschen und diese Einordnung ist aber wichtig, damit auch Menschen, die bisher von diesen Zahlen keine Ahnung hatten, diese Zahlen richtig einordnen können und überhaupt wissen, wovon wir hier reden. Und damit wir dann eben auch gesamtheitlich aus einer einer vernünftigen, angemessenen und auch andere Gefahren mit einbeziehenden gesundheitspolitischen Perspektive auf eine Verbesserung der Gesundheitssituation für alle abzielen können. Und das wird durch diesen eingeschränkten Fokus verhindert. Ich möchte hier kurz was zeigen. In diesem Buch von der Oxford University Press, ein Fachgebiet, mit dem ich mich sehr auseinandersetzt, Evolution in Health and Disease. Das ist eines der führenden Fachbücher für die evolutionäre Medizin, die also von Medizinern und Biologen gemeinsam betrieben wird und wo Mutationen im Hinblick auf Gesundheitsbedrohungen untersucht werden. Und da ist ein Kapitel drinnen, wo steht, natürlich, keiner von denen ist ein Impfgegner, aber wo steht, dass man vorsichtig sein muss mit einer übertriebenen Impfung. Man soll nur dann impfen, wenn die Impfung wirklich effizient ist und notwendig ist und auch sicher natürlich. Denn ähnlich wie bei Antibiotika kann es ja wohl zu Problemen kommen mit Resistenzbildungen, die natürlich über ganz andere Mechanismen laufen. Aber Viren können sich immunbiologische Nischen suchen und sich dann zu gefährlich. Man könnte also die Entwicklung zu einem gefährlicheren Virus mit einem nicht ausreichend geeigneten und unnötigen Impfstoff befördern. Und das ist ja, muss ja auch abgebildet werden. Das ist ja Wissenschaft, die evolutionäre Medizin. Ja. Das wurde in Science publiziert. Das muss doch abgebildet werden, bitte. Aber das ist das Geschäftsmodell, beruht darauf, der Influenza-Impfung. Wir wissen doch, dass jedes Jahr die Viren sich anpassen, dass sie immer Tricks finden, wie sie sich doch wieder vermehren können, obwohl die Welt gegen Influenza geimpft wird. Und dass sie dann einfach sich verändern ein wenig, sodass wir sie nicht mehr erkennen. Und dass wir dann den Impfstoff jeweils immer anpassen und erst hinterher immer sehen können, ob er was gebracht hat oder nicht. Das sagt aber nichts aus für die nächste Saison. Der Impfstoff, der gewirkt hat, der sagt nichts aus über den Impfstoff des nächsten Jahres, ob der denn auch irgendwas bringen wird. Das heißt, das ist ein Geschäftsmodell, was natürlich perpetuiert werden kann, was sehr viel Geld bringt, aber was ganz stark hinterfragt werden muss. Ja, absolut. Ja, also hierzu muss man auch sagen, das wird ja auch von renommierten Wissenschaftlern hinterfragt, nur die kommen dann nicht vor. Also William Heseltine habe ich vorhin schon erwähnt. Zur Influenza-Impfung noch, ganz kurz, das ist mir auch wichtig. 15 bis maximal 40%, also ist die Wirksamkeit. In 2017, 18
hatten wir eine Wirksamkeit von nur 15%. Also man darf sich nicht auf diese Influenza-Impfung verlassen. 15% ist extrem gering. Also die Wahrscheinlichkeit wurde um 15% verringert für die Geimpften, dass sie sich infizieren. Und der absolute Höchstwert war 2019 mit ungefähr 40%, je nach Studie 35-40%. Berücksichtigt das die anderen Viren, die dann möglicherweise trotzdem zu Atemwegserkrankungen führen? Ich hatte vorhin eine Grafik gezeigt, als Sie noch nicht dabei waren, einer holländischen Untersuchung, die zeigt, dass die Zahl der Atemwegserkrankungen sich nicht veränderte, obwohl die Zahl der Influenza-Infektionen bei den Geimpften geringer war. Also die Geimpften kriegten keine Influenza, dafür aber andere offenbar Atemwegserkrankungen. Ja. Und das, ich weiß nicht, ob das da bei den 15% oder 40% schon berücksichtigt wurde. Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich die reine Zahl. Das müsste man ja zusätzlich berücksichtigen. Ja, ja. Deswegen sind diese umfassenden Betrachtungen ja so wichtig. Das müsste man zusätzlich noch berücksichtigen. Aber allein beim Influenza-Erreger haben wir also mit einer teilweise bis zu nur 15%igen Wirksamkeit zu tun. Und dieser Höchstwert von 40% ist auch nicht besonders. Das war in ein Jahr, wo er diesen Höchstwert erreicht hat, der Impfstoff. Das ist auch nicht besonders gut. Meistens bleibt es unter 30%. Ja? Also das sind halt keine besonders, sich deswegen sicher zu fühlen und vielleicht sogar auch zu glauben, man kann jetzt keine Influenza bekommen oder niemanden anstecken, das ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Aber wie Sie richtig sagen, es ist ja wie ein Impfabonnement, das Sie jedes Jahr auffrischen. Und das ist natürlich ein ganz großes Geschäft. Deswegen Studie im Pentagon, wo man jetzt in großem Maße dann Leute untersucht hat, Soldaten und Angestellte untersucht hat, die gegen Grippe geimpft waren und dann nachgeguckt hat, wie häufig wurden da Coronaviren nachgewiesen. Die hat gezeigt, dass bei denjenigen, die geimpft waren gegen Grippe, sehr viel häufiger Coronaviren nachgewiesen wurden. Das war ein signifikantes Ergebnis. Das spricht ja auch für diese Theorie. Das heißt, auch jetzt, es gibt eine Studie, die an 15 oder noch mehr Kliniken in Europa durchgeführt wurde, wo man also Hunderte, in dem Fall Jugendliche, untersucht hat, virologisch, die an Covid erkrankt waren und die klinische, also ambulant oder stationäre Behandlung brauchten. Und da hat man erstmals auch auf andere Erreger untersucht. Und da hat sich tatsächlich gezeigt, dass die Verläufe hatten, die dann stationär behandelt werden mussten, auch Influenza-Erreger dabei hatten. Ja. Das heißt, wir lassen ja vollkommen außer Acht, dass nur weil ein positiver Test auf Corona vorliegt, das noch nicht heißt, dass dieses Coronavirus schuld an diesem Verlauf ist. Vielmehr muss man aufgrund der Datenlage davon ausgehen, dass dann auch ein anderer Erreger dabei war. Es ist indiskutabel, diese Verzerrung weiter zu betreiben. Ja, das ist bekannt seit vielen Jahren. Da gibt es Studien in der Pädiatrie, die auch in Afrika durchgeführt wurden und die nachgewiesen haben, dass wenn Coronaviren nachgewiesen wurden, dass in 50% sogar der Fälle, wo Coronaviren nachgewiesen, zweite Viren bei der Infektion ebenfalls nachgewiesen wurden, dass sie also nicht alleine kommen. Ja. Von daher ist diese Verengung des Blickwinkels, dieses Fokussieren auf Corona, geht am Problem völlig vorbei. Deswegen kann es sein, dass diese Corona-Mortalität, die wir in Deutschland jetzt haben und in Österreich und in der Schweiz, eigentlich im Nachhinein sich zeigen wird als enthalten in diesen üblichen 40.000 bis 50.000 Todesfällen, die sich durch Lungeninfektionen zeigen jedes Jahr, wo auch Coronaviren eben ja auch eine Rolle gespielt haben und viele andere Erreger bis hin zu Pilzen übrigens, Umso mehr, Herr Avray, als diese Tests ja eben nicht sagen, ob jemand tatsächlich mit Covid infiziert ist oder nicht. Das ist ja aus meiner Sicht jedenfalls eine ganz wesentliche Erkenntnis. So ist es, ja. Ich habe hier drei Punkte mir aufgeschrieben im Rahmen dieses Themenkomplexes Gefährlichkeit des Virus einerseits und Impfung andererseits. Diese Teleskopierung der Testphasen. Das ist ja nur ein Labeling. Ne? Also man sagt ja immer nur, wo Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin. Aber im Grunde heißt es ja nichts anderes als eine massive Verkürzung der Testphasen.
Und da muss auch jeder Laie eigentlich, wenn er seinen gesunden Menschenverstand einsetzt, so wie es Lloyd Sumption fordert, dann muss auch jeder Laie, wenn er das hört und dann sieht, andererseits versucht man die Gefährlichkeit der Nebenwirkungen von neuen Impfstoffen dadurch zu reduzieren, dass man regelmäßig sehr lange testet. Also ich war immer von 7 bis 8 Jahren ausgegangen, aber sie liegen auch so etwa in dem Bereich, vielleicht ein bisschen mehr. Dass man die Gefährlichkeit dieser Nebenwirkung dadurch versucht, weitgehend auszuschließen, dass man eben all diese Phasen lange durchzieht, anstatt wie hier zu verkürzen. Ist mir also ein völliges Rätsel. Das nennt man übrigens, Verzeihung, das nennt man Follow-up-Phasen. Ja. Also man verfolgt diese Sache, diese Entwicklung. Und das wäre jetzt, ich habe vorhin das Beispiel aus Oxford genannt, von diesem patentierten Impfstoff, der sich jetzt in dieser extrem verkürzten letzten klinischen, also ersten und zweiten klinischen Phase eben gezeigt hat, dass er eine signifikante Häufung von Nebenwirkungen hat. Ja. Grippeähnlichen Nebenwirkungen bis hin zu Fieber, die signifikant häufiger als beim zugelassenen Vergleichsimpfstoff auftreten. Jetzt, anstatt jetzt ohne Endauswertung überhaupt dieses Versuchs, jetzt schon in die letzte klinische Phase zu gehen und tausende oder zigtausende Menschen dann im Laufe der Zeit damit zu impfen, müsste man hier erstens nacharbeiten und hier vor allem ein Follow-up veranstalten oder ablaufen lassen, eine Langzeitbeobachtung. Denn diese Erstreaktion des Immunsystems, die sich hier als grippeähnliche Symptome zeigt, die könnte ja auch auf etwas hinweisen, was dann danach noch schlagend wird, was sich noch entwickelt. Wir wissen das ja nicht, warum dieses Fieber entsteht, warum dieser Kopfschmerz entsteht. Es ist doch vollkommen klar, dass es fahrlässig ist, dass es dem Vorsorgeprinzip widerspricht, trotzdem jetzt keine solche ausreichenden Follow-ups in der zweiten Phase zu machen und gleich in die letzte klinische Phase zu gehen, um dann im Herbst oder spätestens im Frühjahr Millionen von Menschen zu impfen. Für die Juristen, das ist grob fahrlässig. Das ist nicht nur fahrlässig, sondern es ist wieder besseren Wissens, ist das eine Fahrlässigkeit, die Menschenleben gefährdet in sehr, sehr großem Ausmaß. Deswegen frage ich so danach. Da muss ich ganz kurz was dazu sagen. Ich bin in einem Artikel der Frankfurter Allgemein, Frankfurter Zeitung, glaube ich, heißt es. Oder Frankfurter Allgemeine Zeitung. Oder Frankfurter Rundschau gibt es. FAZ. Da. Da ist eines meiner Videos aufgegriffen worden und da wurde mir vorgeworfen, dass Vorsorge oder die Sorge um die Gesundheit von Menschen als Propagandamittel einzusetzen gegen die Pharmaindustrie. Also stellen Sie sich das mal vor. Was ist das für eine Medienlandschaft geworden? Also ich verstehe Sie genau. Ja, ich verstehe Sie genau andersrum. Sie scheinen sich doch eigentlich eher Sorgen darum zu machen, dass diese Nebenwirkung, weil sie in dieser teleskopierten, was für ein schwachsinniges Wort, weil sie in dieser verkürzten Phase nicht erkennbar sind, dass diese Nebenwirkungen eben langfristig massivste Schäden verursachen können. Das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, und das ist im Rahmen der Gefährlichkeit des Virus ja von wahnsinniger Bedeutung, nachdem wir nun wissen, der Impfstoff kann unübersehbare Schäden anrichten. Ich würde sogar bei dem, was wir jetzt von Ihnen gehört haben, nicht mehr nur von grob fahrlässig sprechen, sondern, und dann sind wir nämlich da, wo wir keinen Haftungsausschluss mehr haben. Da können die sonst was reinschreiben. Wir sind ja im Rahmen der vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung. Aber gut, das Zweite ist Afrika und Indien. Da hat man ja eigentlich gedacht, nach dem gesunden Menschenverstand, wenn das Virus so gefährlich ist, dann müssten die da ja zu Millionen sterben an dem Virus. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir haben inzwischen von Zuschriften von Leuten, die ein Engländer, der uns sehr hilft, gerade von Leuten, die viel Zeit in Indien verbracht haben und da enge Kontakte haben, gehört, dass in Indien so gut wie gar nichts los ist, was Corona angeht. Und wir haben gehört, eben auch von Ihnen nochmal bestätigt, dass auch in Afrika so gut wie gar nichts los ist, dass allerdings die Kollateralschäden aufgrund der Maßnahmen zu wahrscheinlich erhöhten Mortalitäten führen. Aber das hat ja nichts mit Covid zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass hier offenbar tödliche Maßnahmen ergriffen werden. Das ist vollkommen richtig, da möchte ich auch noch was dazu sagen. Hier ist auch die Medienberichterstattung auf dem Holzweg, weil man liest immer wieder Schlagzeilen, in denen steht, die Corona-Krise trifft Afrika hart. Ja. Und dann wird erwähnt, dass es eben jetzt eine massive Übersterblichkeit bei Hunger gibt
und bei Malaria, wobei das Malaria oft sogar unter den Tisch gefallen gelassen wird, obwohl es 18.000 Kinder allein in Afrika betrifft, zusätzlich. Ja. Aber nein, es ist natürlich nicht das Virus und Corona und Covid-19, dass diese Schäden, diese schrecklichen Schäden an der Gesundheit und am Leben von Menschen verursacht hat, sondern ausschließlich die überschießenden und nicht evidenzbasierten weltweiten Maßnahmen mit einer völlig übertriebenen Einengung des Gesundheitswesens auf ein Virus. Mhm. Ja, das hat diese Kollateralschäden verursacht, die weltweit inzwischen deutlich über den Schäden eines viralen Erregers, eines einzelnen viralen Erregers liegen. Das Dritte, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Ihr Hinweis darauf, dass Sie ein rasantes Ansteigen der Impfstoffkandidaten festgestellt haben. Was eigentlich, auch da kann der gesunde Menschenverstand durchaus weiterhelfen, dafür spricht, dass hier eine Menge Leute gesehen haben, dass hier sehr viel Geld zu verdienen ist. Oder wie ist das sonst zu interpretieren? Sehr viel Geld zu verdienen, aber wie gesagt, immer vor dem Hintergrund, dass es vielleicht gar nicht so um dieses eine Geschäft geht, sondern auch um dieses Lobbying für neue Technologien. Das ist ganz wichtig, das muss man immer wieder dazu sagen. Mhm. Weil dieser Impfstoff wird dann vielleicht sogar zu relativ günstigen Konditionen haben, ist natürlich noch immer zu haben sein, ist natürlich noch immer ein großes Geschäft bei so vielen Menschen auf der Welt. Aber es geht meiner Meinung nach wirklich darum, dass da Leute versuchen, Unternehmen versuchen, ihre Patente, ihre zukunftsträchtigen Patente schneller vorwärts zu bringen, als es ihnen bis jetzt möglich war, aufgrund von Sicherheitsbedenken und aufgrund von Widerspruch. Mhm. Und nicht gestern, sondern in den letzten Tagen kam es zu einer sehr besorgniserregenden Entwicklung in Österreich. Die Ethikkommission des österreichischen Bundeskanzleramtes hat nämlich jetzt eingeräumt, dass sie eine Impfpflicht doch für möglich hält. Und zwar dann, wenn nicht genügend Menschen sich freiwillig impfen lassen. Jetzt muss man natürlich das im Kontext setzen mit den zuvor beschriebenen Risiken dieser Verkürzungen, die wir durchaus als fahrlässig oder zumindest als Verstoß gegen das Vorsorgeprinzip bezeichnen können. Und man kann doch nicht sowas zulassen und dann Menschen verpflichten, sich impfen zu lassen, weil sie sich nicht freiwillig impfen lassen. Das ist doch vollkommen inakzeptabel. Und das ist eine aktuelle Entwicklung in Österreich. Wie es in Deutschland sich derzeit verhält, weiß ich nicht. Aber das macht mir in Österreich gerade sehr große Sorgen. Ja, da müsste man eigentlich mal die Ärztekammer in Österreich fragen, was sie dann davon hält. Der Ärztekammerpräsident ist für die Impfpflicht. Ja, auch und für das Verlassen des Vorsorgeprinzips. Das gehört da eigentlich dazu, ja. Das widerspricht allen ärztlichen Pflichten. So ist es, so ist es. Das ist inakzeptabel. Das ist unfassbar. Ja. Also wenn ich das in der Gesamtschau sehe, dann ergibt sich aus diesem Teleskopieren, also ich will dieses unsinnige Wort nicht benutzen, aus dieser Verkürzung der Prüfphasen eine enorme Gefahr, ein gewaltiges Risiko, was wir überhaupt nicht überschauen können, insbesondere deshalb, weil ja hier eben keine normale Impfung, sondern ein genetischer Eingriff vorgenommen wird. Zweitens, der Blick auf Afrika und Indien zeigt, dass das Virus selbst praktisch bedeutungslos ist, was nicht heißt, dass es ungefährlich ist, aber bedeutungslos im Zusammenhang mit anderen vergleichbaren Viren. Und drittens, irgendwie versucht hier ein Teil der pharmazeutischen Industrie natürlich sehr viel Geld damit zu verdienen. Oder, wie Sie sagen, gleichzeitig überhaupt für neue Technologien, die man jetzt ohne die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen einführen kann. Also unterm Strich würde ich sagen, das beste Mittel gegen die Panik und gegen das Coronavirus ist nicht eine Impfung, sondern wahrscheinlich ein Corona-Bier. Ne? Das hat dann weniger Risiken und Nebenwirkungen. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir es mit einer für mich nicht mehr nachvollziehbaren Verbreitung von irrationalen Vorstellungen haben, die ich eigentlich nur mehr als kollektiven Neurotizismus bezeichnen kann. Mhm. Ja? Also dieses übertriebene, das sind ja Dinge, die Menschen, die zu neurotischen Episoden neigen, auch haben, dass sie sich dann so fixieren auf eine Gefahr und recherchieren im Internet und
glauben, dass es eine ganz große Bedeutung hat. Also es gibt ja die absurdesten Fälle. Ich habe wirklich schreckliche Zuschriften bekommen. Ich habe Anfeindungen erlebt, weil ich Menschen aus ökoimmunologischer Sicht dazu motiviere, in den Wald zu gehen. Da hat es dann geheißen, ich bin dann verantwortlich, wenn sich jemand ansteckt, weil es könnte ja jemand durch eine Virenwolke gehen, wenn jemand dort niest auf dem Spazierweg und dann geht ein anderer durch. Oder jemand kann auf den Baum niesen und dann greift jemand anderer dorthin. Es gibt Menschen, das weiß ich, weil ich es aus meinem weiteren Bekanntenkreis erfahren habe und kenne, die jetzt irgendwie ihre Autolüftungen verklebt haben, damit das Coronavirus nicht aus der Stadtluft eingesaugt wird. Also ich habe die absurdesten Zuschriften bekommen und das ist wirklich, das ist ja ein Schaden am Wohlbefinden der Menschheit, der da verursacht wird. Das heißt, wir haben es eben nicht nur mit einem biologischen Virus zu tun, sondern auch mit einem Kopfvirus. Ja, ja. Und das ist auch ein ganz großes Problem und wir können nicht mal die besten Evidenzen können das offensichtlich mehr korrigieren. Das ist das Erstaunliche und Besorgniserregende eigentlich daran. Die Impfstoffe zurückkommen. Also ich hatte mich würde noch interessieren, es ist ja auch die Leute, die da jetzt quasi an denen getestet wird, die sind ja bislang noch nicht mit dem eigentlichen Virus dann wieder in Kontakt gekommen, weil das scheint es ja auch manchmal zu geben, dass dann in dem Moment, wo der eigentliche Bacillus dann auf den Geimpften trifft, dass es da auch erst zu Reaktionen kommt, die dann nochmal ganz katastrophal sind, die man vielleicht jetzt eben auch noch nicht abschätzen kann. Das ist ja das Problem, weil eben auch William Heseltine, der Genetiker, weist darauf hin, dass es im Zusammenhang mit Coronaviren eben dazu zu Kreuzwirkungen kommen könnte. Dass es zu komplexen Immunreaktionen kommen könnte, die bei Kontakt mit dem Virus dann erst recht dieses Virus gefährlich für den Betreffenden machen. Und das sind ja alles Dinge, die eben nur mit ganz langen und ausführlichen Tests abgeklärt werden können. Also da kommen noch viele Dinge hinzu, da haben Sie vollkommen recht. Ja. Sehr verdächtig ist ja auch, dass die ganzen Probanden, die sich da jetzt melden, das sollen ja alles junge, gesunde Menschen sein, die müssen sich ja verpflichten, dass sie da nicht, also dass sie quasi in dieser Phase quasi auf, also nur verhütet irgendwie miteinander verkehren. Und zwar, weil man eben fürchtet oder nicht absehen kann, was sich da eben gegebenenfalls in den Keimbahnen tun könnte. Das wird ja dahinter stehen, dass man das so verlangt, weil das würde man ja vielleicht nicht in anderen Studien, weiß ich, wenn ich jetzt ein neues Paracetamol ausprobieren soll, wird das wahrscheinlich keine Bedingung sein. Und es ist überhaupt problematisch. Man muss ja dann irgendwann in eine Phase kommen, wo man diese Menschen real diesen natürlichen Virus aussetzt. Und es ist überhaupt ethisch fragwürdig. Wie will man das denn nach so einer kurzen Zulassung, nach so einem so kurzen Prozedere noch rechtfertigen? Und dann kommt ja hinzu, dass wir inzwischen wissen, dass bei Corona die Hintergrund- und Kreuzimmunität eine signifikante Rolle für eine Immunität der Bevölkerung spielen. Das wird immer klarer durch zahlreiche Studien. Es gibt eine in Nature publizierte Studie, die sogar zeigt, dass man Blutkonserven genutzt hat, die Jahre alt sind, wo es noch gar kein neues Coronavirus wahrscheinlich gab. Und dass diese Blutkonserven eine Immunreaktion, eine ausreichende, aufgrund der T-Zellen gezeigt haben auf das neue Coronavirus, was auf eine Kreuz- und Hintergrundimmunität, die weit verbreitet ist, hindeutet. Das heißt, wir wissen ja dann gar nicht, ob die Immunität wirklich von der Impfung kommt, wenn wir das an einer ausgewählten Probandengruppe untersuchen, weil eben es sich immer mehr zeigt, dass viel mehr Menschen immun gegen dieses Virus sind, als wir gedacht haben. Und auch das ist leider unterrepräsentiert in den Medien. Dabei ist das ja das eine, das, was kontrolliert wird, ist ja die Antikörperproduktion und die durch T-Zell hergestellte Immunität, die wird ja gar nicht angeguckt, die wird ja gar nicht dokumentiert. Und ja, also ich weiß nicht genau, wie Sie das gemacht haben, aber angeblich sei bei diesem Kandidat aus Oxford mit einem Anstieg der T-Zellenimmunität zu rechnen. Das ist allerdings eine heikle Angelegenheit. Eben weil diese T-Zellenimmunität ohnehin so weit verbreitet ist in der Bevölkerung. Die Tübinger Studie sagt, glaube ich, 81% der Blutkonserven hatten T-Zellenimmunität. Afrika, die Hintergrundimmunität höher ist als in Europa. Aber
ist uns, sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, dass man die kleinteiligen Folien nicht so gut erkennen kann. Dass man die dann lieber fortlässt. Jetzt wollte ich ganz kurz mal hören, Herr Dr. Wodak, ist der Professor Kapell bei Ihnen, ist der auch da als Gast? Nochmal, habe ich nicht verstanden jetzt. Ob wir den dritten Gast, ob wir den Herrn Professor Kapell, ist der da? Nein, der ist nicht aufgetaucht bisher. Ja, schade. Das müssen wir dann nicht. Aber das ist ganz, es ist ja vielleicht auch ein Thema, welches nicht so hundertprozentig zu dem passt, was wir jetzt besprechen. Ja. Weil er ja die, ich glaube, er fokussiert die Einflüsse von Stress auf das Immunsystem und solche Dinge, nicht? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Schon noch mit den ganzen immunologischen Fragen in dem Zusammenhang auch. Sonst müssen wir ihn bei einer der nächsten Sitzungen nochmal dazuschalten. Ja. Wir brauchen es auch nicht zu überfrachten. Also ich glaube, das war schon eine ganze Masse, gerade auch für uns als Nicht-Mediziner, ja. Eine ganze Masse, was hier zu verdauen ist und mit dem gesunden Menschenverstand beziehungsweise mit dem Wissen, was wir haben, nachzuvollziehen ist. Jedenfalls ist mir jetzt noch mehr klar geworden, dass wir hier nicht nur das Problem der Tests haben, das ist entscheidend für mich, sondern dass das, was hier anstatt auf das Immunsystem zu gucken, forciert wird, nämlich diese Impfung, insbesondere wegen der Verkürzung der Prüfzeiten für den Impfstoff, Prüfphasen für den Impfstoff, einfach überhaupt nicht zu verantworten ist. Also ist mir ein völliges Rätsel, wie da scheinbar vernünftige Leute aus allen möglichen Regierungen dieser Welt das mitmachen können. Ich möchte noch etwas dazu sagen, kurz. Ja. Das ist auch wichtig. Das sollten die Menschen wissen. Ich stehe in Kontakt mit vielen Medizinerinnen, Medizinern, Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftlern, teilweise bis in die höchsten Bereiche der Universitätsmedizin. Ich weiß, ich kann natürlich keine Namen nennen. Das kann man nicht beweisen, aber ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Ich weiß, dass Menschen in ihren Institutionen Probleme bekommen, dass sie unter Beobachtung gestellt werden. Ich weiß, dass Universitätsmitarbeiter, kenne ich persönlich einzelne Fälle, ein Sprechverbot bekommen haben und Angst um ihren Platz, um ihren Arbeitsplatz haben. So weit sind wir gekommen. Ja. Und das muss, also das ist wirklich nicht akzeptabel. Ja. Das haben wir gestern auch als... Herr Kapell ist eben zu uns gestoßen. Herzlich willkommen. Tschüss. Grüß Gott. Hallo. Sehen können wir Sie noch nicht, aber ich glaube, das wird sich gleich ändern. Sie müssen noch da, jetzt können wir Sie sehen. Wunderbar. Können Sie uns auch sehen? Ja, ja. Ich sehe. Mein Name ist Pierre Kapell und ich bin Immunolog und arbeite nur für 45 Jahre in diesen Gegend, so ich weiß etwas von Vakzinationsimmunität und so weiter und auch von Viren und eben von Corona. Okay, ich bin neu in dieser Gruppe und was möchte ich immer gerne hören oder soll ich nur gucken? Ja, wir hatten eben Herr Professor Kapell kurz noch mit Dr. Wodak, der auch dabei ist, gesprochen und mit dem Biologen Herrn Afrey gesprochen aus Österreich. Wir haben dabei festgestellt, dass wahrscheinlich die Gefährlichkeit des Virus wesentlich geringer ist, als allgemein behauptet wird, denn sonst müsste man ja typischerweise in Afrika und Indien jetzt besonders hohe Sterblichkeitsraten sehen. Das Gegenteil ist der Fall. Und wir haben gleichzeitig festgestellt, dass wahrscheinlich in weiten Teilen der Weltbevölkerung schon längst eine Grund- bzw. Kreuzimmunität vorhanden ist, die uns ausreichend vor diesem Virus schützt. Das Dritte, was wir festgestellt haben, ist, dass die Entwicklung eines Impfstoffes wahrscheinlich höchst gefährlich ist, weil diese Entwicklung stark verkürzt ist. Der Begriff war Teleskopierung der Prüfphasen. Und das Vierte, was wir festgestellt haben, ist, dass natürlich eine Menge Unternehmen aus der Pharmaindustrie jetzt daran interessiert sind, schnell diesen Impfstoff herzustellen, weil da sehr viel Geld zu verdienen ist. Das sind die Themen, mit denen wir uns bis eben beschäftigt haben. Und das sind ja vier Themen. Soll ich da Kommentar aufgeben? Oder? Ja, sagen Sie Ihre Sichtweise der Problematik ganz allgemein erstmal. Wir stellen dann sicherlich noch Fragen. Okay, zum Ersten. Ja, wir waren eben noch nicht ganz fertig.
Herr Awey wollte noch... Okay, I will shut up. I will have low profile. Please go on. Okay. Nein, also ich wollte nur noch darauf hinweisen, dass im institutionellen Kontext tatsächlich wir so weit sind, dass ein Druck auf wissenschaftliche Mitarbeiter gemacht wird, ja. Und dass die dann lieber sich zurückhalten mit Äußerungen. Und das ist wirklich sehr alarmierend. Ja. Und Sie haben vorhin gesagt, wir waren kurz offline. Ich wollte nur das, was ich zu diesem Zeitpunkt gesagt habe, nochmal betonen. Sie haben Afrika angesprochen. Ja, mir geht es auch wirklich darum, da zu zeigen, aus ökoimmunologischer Sicht, dass wir gerade in Afrika eben aufgrund des frühen Kontakts zu Parasiten und Erregern in der Kindheit, wo das Immunsystem trainiert wird, davon ausgehen können, dass der Grund für diese positive Entwicklung zum Glück in Afrika in Bezug auf Corona eben in einer besonders gut ausgeprägten Hintergrundimmunität zu suchen ist, zusätzlich zur veränderten, im Vergleich zu uns unterschiedlichen Bevölkerungsstruktur. Das ist alles, was ich nur noch einmal sagen wollte. Das ist ein guter Übergang jetzt zum nächsten. Danke. Ja, Professor Capell.